So, hallo. Überraschenderweise sehen wir uns hier mal wieder bei Infernum. Sail hat nämlich Dinge verändert, teilweise neu gebaut. Du kannst gerne mehr dazu erzählen. Ja, also an sich habe ich ungefähr 98 Änderungen implementiert. Viele davon eher Kleinigkeiten. Teilweise eben mehr als nur Kleinigkeiten und das, was mehr als nur Kleinigkeiten sind, wobei das natürlich auch diskutabel ist, was die Definition einer Kleinigkeit ist, darf der Werteherr ConnenKun88 vom ConnenKun88-Kanal jetzt testen. Jawohl. Okay, genau. Ich würde das mal die Sachen machen, die mehr Veränderungen bekommen haben. Ist das die obere oder die untere Reihe? Die obere Reihe ist mit komplett neuen Hälften, Schrägstrich, Leveln. Dann würde ich das doch eher anfangen, oder? Dann mach das doch. Okay. Weil wenn das untere nur so kleine Änderungen sind, dann scheint mir das obere sinnvoller. Aber es sind sozusagen noch die, also die Level sind, es sind jetzt keine neuen Level oder so, sondern es... Doch, das eine Level ist komplett neu. Ah, okay. Das hat ein altes Gimmick, aber es ersetzt halt quasi, ja, das Gimmick durch ein komplett neues Level. Okay. Dann nehme ich an, dieses Kugellevel, was dir nicht so gefallen hat, hast du wahrscheinlich rausgeschmissen. Das ist generell rausgeflogen. Das wurde nicht ersetzt. Alles restlos klar. Eliminiert. Okay. Gut. So, ja, dann starten wir doch mal und gucken mal rein, was mich jetzt entgegengeworfen wird. Au. Okay, ich krieg erstmal eine Feder. Sowas hat ein... Kann ich wechseln zwischen Dings? Ah, oder muss ich mich da durchdrehen? Wahrscheinlich muss ich mich da... Das ist aber jetzt... Oh, ja doch, passt schon. Das ist jetzt komplett neu, oder? Weil daran kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist jetzt komplett neu, richtig. Ah ja, ja, dann habe ich gleich das Richtige genommen. Komplett neue Level. Da muss ich mich hier wahrscheinlich irgendwie so durchdrehen und dann hier... Eieieiei, okay. Einfach ein bisschen mit der Feder gleiten. Einfach ein bisschen mit der Feder gleiten. Natürlich. Oh Gott. Okay, wie geht es so weiter? Oh, alles klar. Da passiert nicht viel in dem Level. Keine Sorge. Da bist du in 5 Minuten wieder draußen. Okay. Nimm dich beim Wort. Ja, spätestens wenn du Start, Select und Exit machst. Ja, das ist wohl wahr. Aber du meintest wahrscheinlich... Achso, meintest du, ich bin dann wieder draußen im Sinne von ich Rage quitte oder ich hab's dann geschafft? Ja, das werden wir ja dann gleich sehen. Wenn du es ohne Save State spielst, wahrscheinlich ersteres, ansonsten vielleicht der letzteres. Nein, ich spiele schon mit, um Gottes Willen. Muss sie nur vernünftig setzen können. Aber das hier war schon mal ein guter. Einigermaßen zumindest. Oh Gott. Okay, so. Ah ne, den muss ich jetzt irgendwie... Ja, Infernum hatte ja zum Glück den Vorteil, dass alle Level relativ kurz waren. Ah, ich muss den so an... Ah, ich muss den öfter anstupsen. Eigentlich nur einmal, aber du hast gerade komische Dinge gemacht, dass das nicht funktioniert hat. Jetzt hat's funktioniert. Wait. Nee, okay, das war nicht richtig. Da war irgendwas nicht richtig. Mal gucken, was ich da anders machen muss. Nein. Ach, Shelljump an die Seite. Ah, okay, okay. Gut, 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 gut. Halt, die Maus könnte noch aus dem Bild. Falls die... ich glaube, die war gar nicht richtig drin. So ist besser. Aber Conan, wie kann denn eine Maus im Bild sein? Du spielst das doch bestimmt auf der Konsole. Ja, natürlich. No. Das andere wäre ja... Oh nein, das war gut. Leider nicht ganz gut. Du baust die Level ja auch auf der Konsole. Natürlich. Alles hier postalisch die Original-Cartridge zugesendet, damit Conan das testen kann. Perfekt. Ne, hat ja alles seine Richtigkeit. Conan soll keinen Makel in seinem bisher so einwandfreien Führungszeugnis bekommen. So.
Ach Mensch. Ist doch bestimmt auch wichtig, oder? Dass man als Lehrer ein gutes Führungszeugnis hat. Ja, oder ist doch, das den Leuten egal? Nee, das wird schon verlangt. Allerdings wurde es bisher nur verlangt bei den Schulen, wo ich jetzt mal unter Vertrag stand, jetzt wo es an die nächste Schule, also jetzt habe ich eine Planstelle bekommen, da wurde jetzt tatsächlich bisher nichts verlangt. Da haben sie alles Mögliche verlangt, inklusive ärztlichem Attest nochmal, dass ich beamtenfähig sozusagen bin, die Verbeamtung. Aber ein Führungszeugnis zusätzlich nochmal nicht. Aber das musste man eigentlich ja damals schon einreichen. Die gehen wahrscheinlich davon aus, dass jetzt nicht so viel passiert ist in den 3 Jahren. Aber I don't know. Vielleicht kommt auch noch mal eins nach. Aber das ist ja kein Problem. Kann man ja jederzeit beantragen. Na, zum Glück, ja. Das ist zum Glück das kleinste Problem. Nochmal Termin mit Gesundheitsamt und allem ausmachen, das war schon eine andere Geschichte. Ist das so chaotisch? Ja, es ging. Auf dem Zettel vom Kultusministerium stand halt einfach drauf, ja, vereint man sich einen Termin mit dem Gesundheitsamt. Dann habe ich da angerufen und geschrieben und gesagt, ja, die brauchen schon eine offizielle vom KM sozusagen selber so einen Auftrag. Habe ich gesagt, naja, auf dem Zettel steht drauf, ich soll einen Termin ausmachen. Dann habe ich gesagt, ja, dann wird das schon irgendwie so möglich sein. Und naja, also hin und her. Bürokratie. Ja. Aber es war dann auch ein sehr nettes Gespräch mit der Amtsärztin. Ich habe kurz ein bisschen über das Kultusministerium abgelästert und sie hat dann ganz lange über das Gesundheitsministerium abgelästert. Perfekt. Ja, so wie jeder gerne über seine Arbeitgeber ablästert. Genau. Schaffe ich jetzt den Quatsch hier mal? Nein. Weil du hast immerhin einen guten Safe State, womit du arbeiten kannst. Wundert es nur gerade, dass ich mich so massiv an dieser Stelle anstelle, weil die eigentlich nicht so schwer wirkt. Ach komm. Also ich möchte natürlich anmerken, dass auch dieses Level von mir Safe State Less getestet wurde. Ja, das ist klar. Du spielst dir alle so eine Safe States, du Verrückter. Ach, ich muss da gar nicht so. Es reicht eigentlich einmal. Das macht die Sache angenehmer. Ich krieg nur mit den zweiten nicht weggedreht. Da bin ich irgendwie zu unfähig. Come on. Dann muss ich auf den unteren drauf und dann muss in der Zeit der obere runterspringen und dann muss ich auf den drauf. Irgendwie so. Ach komm. Das hört sich nach einem guten Plan der Theorie an. Und ich auch. Deine 5 Minuten sind übrigens schon rum. Ja, das kann sein. Und ja. Wir sind immer noch im Level, aber wir sind nicht mehr im Anfangskorridor. Okay, so, jetzt. Wo lande ich jetzt? Oh, hier darf ich sterben. Also nicht sterben, aber getroffen werden. Ach Gott, das war nur die Hälfte. Oh. Natürlich gibt es eine zweite Hälfte. Schade. Es wäre ein Level ohne eine zweite. Das heißt, deine 5 Minuten habe ich jetzt gebraucht für die erste Hälfte, wo du gedacht hast, ich bin komplett durch. Uff. Ja, das, wie du meine Aussagen interpretierst, das kann ich natürlich nicht beeinflussen. Wie geht das denn jetzt hier, dass ich muss doch die Feder bestimmt behalten. Nee, hä? Soll ich denn die behalten? Hilfe. Ja, ich lasse dich mal ein bisschen rumrätseln, bevor ich dir gleich wieder ein GIF sende. Ich muss halt wahrscheinlich einfach schnell sein, denn anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber, Tatsächlich könnte einfach schnell sein, die Sache sogar breaken, aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich muss ich auch noch geduckt sein oder so. So, und jetzt halt da draus. Ja. Aber jetzt muss ich irgendwie wieder... Ach so. Ja, okay. Aber...
aber warum willst du mir deswegen ein GIF senden? Es hätte ja auch gereicht zu sagen, hey, du musst geduckt sein. Ach, scheiße. Ja, weil GIFs sagen mehr als 1000 Worte. Was ist das denn jetzt hier wieder? Ich muss den oberen aufdrehen. Das kannst du gerne versuchen. Aber da, oh Gott. Ja, sonst werde ich ja getroffen. Also sonst werde ich ja unwiederbringlich getroffen. Aber vielleicht soll ich ja getroffen werden. Das ist immer das, was man nicht weiß als Spieler. Ab wann darf man getroffen werden? Aber ich würde fast vermuten, ich soll die Feder wieder bis zum Ende des Raumes behalten. Nein! Weil ich meine jetzt hier... Darf ich hier die Feder schon verlieren oder nicht? Das ist die Frage. Weil wenn ich sie verlieren dürfte, könnte ich weitermachen. Aber wenn ich sie nicht verlieren darf, was ich eher vermute, dann dürfte ich da noch nicht weitermachen. Hm. Vielleicht sollte ich dieses Setup so überarbeiten, dass eindeutig ist, dass du sie nicht verlieren darfst. Okay. Die Frage ist auch, komme ich aus dem... Oh, warte mal! Geht das vielleicht? Ist es hier gedacht, dass man irgendwie auf dem... dass der Block aufhört, sich zu drehen und man dann trotzdem... Nee, aber ich komme ja trotzdem nicht geduckt daraus. Ich komme ja nur geduckt daraus, so rum wollte ich das sagen. Nee, richtig, du kannst ja jetzt nicht auf einem Block Anlauf nehmen und dann fliegen. Ja, richtig. Also ich muss geduckt bleiben, weil das erschwert halt, glaube ich, das Level. Aber mal gucken. Das muss ja so gedacht sein. Okay. So. Stups. Ja, aber so geht... Okay, wenn ich den so anstupse, geht immer nur der untere. Das ist schlecht. Das ist noch schlechter. Deswegen habe ich gesagt, probier doch mal den oberen aufzudrehen. Das wird nicht funktionieren. Aber dann muss ich mich ja treffen. Hä? Wie soll ich denn da durchkommen, ohne mich zu treffen zu lassen? Da gilt es nun deine... Wie viele Jahre? 12 Jahre SMB-Expertise. Der Chuck muss da durchrennen irgendwie ganz wild. Ja. Ach du Scheiße. Okay. Also dann stupse ich den jetzt hier mal an. Oh. Dann rennt er da vielleicht durch. Dann muss ich mit der Shell hinterher und dann einen Shell-Jump machen. Oh je. Yeah. Das hört sich alles schlimmer an, als es ist. Ah, ich bin immer auf die Umsetzung gespannt. Ja, aber Kollege, du musst rennen. So wird es nix. Ja, cool. Ich muss den schon drunter durch und dann einen Shelljump. Das wär's doch. Ich muss den schon hier, glaube ich, erwischen. Ja. Ja. Gut, das geht auch anders. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wie geht's anders? Wenn du quasi wartest, bis der Chuck unten ist und du dann quasi erst einen kleinen und dann einen großen Sprung von seinem Kopf machst. Ah, okay, I see. Ja, okay. Dass dein Timing im Flug halt einfach etwas anders ist. Jetzt muss ich ja aber nach unten trotzdem weiterhin drücken. Nee, ich muss nicht mehr nach unten drücken. Ah, da ist mein Denkfehler. Ich bleib ja geduckt. Das heißt, ich kann... Ja, okay. Problem beseitigt. Kann hier problemlos... Okay, perfekt. Ja. Okay, und jetzt muss ich da unten... Nein, können wir auf der Seite bitte runter? Danke. Eigentlich kann ich doch direkt zu dem. Wofür ist der andere da? Das Level ist großzügiger, als es sein müsste. Okay. Jetzt passieren 3 Millionen Dinge. Ach. Jetzt erwische ich den nicht mehr, komisch. Gerade habe ich den so schön mitnehmen können. Aber dann kann ich auch näher auf der Seite. Näher, oder? Geht das auf der Seite? Oh, komme ich da vielleicht sogar besser runter?
Ja, könnte knapp Aber das werden. wird ganz schön eng am Ende. Ja, nee, dann machen wir das auf der Seite wieder. Jawohl. Hey, ah, ich brauche den anderen auch nicht. Interessant. Okay, so, jetzt den. Dann wieder rüber. Dann keine Ahnung. Oh! Ach so. Ja, die Sache ist, du musst natürlich noch die Coin Guides beachten, damit das alles so funktioniert, wie es soll. Na, die blaue ist wahrscheinlich die Stelle, wo ich die Dings dann gegenschmeißen muss. Richtig. Ich darf halt nur einmal auf dem Kollegen da springen. Also gleich rüber. So. Ja, Sache ist, das ist jetzt schon nicht mehr. Kommt der jetzt nicht hierher? Doch, der kommt. Na gut, okay. Ich meine, hier ist auch eine blaue Münze, aber die, da kann ich ja nichts tun. Und jetzt ist doch er hier, das muss doch funktionieren. Na gut, das funktioniert sogar tatsächlich noch. Wie hast du es denn gedacht? Nein, scheiße, wollte ich vielleicht schon. Geht noch, keine Sorge, kein Grund auszurasten. Wie hast du es dir denn gedacht? Ja, an sich ist an diesem Chuck eine gelbe Münze, die eben sagt, dass du ihn quasi von rechts treffen sollst, weil dann der rechte Chuck direkt in einem Zug nach links rüberzieht und nicht noch pausiert oben. Ach so. Also oben, du musstest jetzt quasi auf diesem einen Chuck ein bisschen Zeit stallen, damit der obere nach unten läuft. Normalerweise, wenn du eben direkt den unteren Chuck von rechts erwischt hättest und direkt mit dem Schwung, den du dabei bekommst, rüberziehst, dann wird der obere so getriggert, dass er direkt von oben nach unten läuft. Ah, okay. Ja gut, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Okay, damit haben wir dann das neue Level schon gespielt. Ich habe ungefähr doppelt so lange gebraucht, wie du gedacht hast. Wie du darauf kommst, dass ich das in 5 Minuten alles durchbekomme, weiß ich nicht. Aber ich danke dir für dein Vertrauen. So. Das Level möchtest du jetzt nicht machen. Aber ich kenn's doch schon eigentlich, oder? Naja, es wurde halt überarbeitet. Ja, ja, lass mich mal kurz gucken, welches das war. Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Ich wünsche dir viel Spaß. Es kommen Flashbacks, glaube ich. Wahrscheinlich. Ah, das war so ein Puzzle-Ding. Oh Gott, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Hilfe. Okay, dann erstmal nicht. Nolime Tangere, was war das für eins? Ah, das war das mit dem, dass man nicht berühren darf, ne? Richtig. Okay. Was ist da verändert? Also der Anfang, das Ende, die Mitte, alles? Die komplette erste Hälfte. Ah, großartig. Okay. Dann gucken wir doch mal, wie es jetzt ist. Aber die ist wenigstens, genau, die ist wenigstens kein Puzzle, von daher solltest du da doch gut durchkommen. Das darf ich schon mal nicht. Du kannst das Level ja schon mal anschauen auf dem Skull Raft. Ach so, ich darf das schon mal alles abfahren hier. So, theoretisch spricht da mal nichts dagegen. Ist das Viech dann dafür? Super. Man sollte auch ausweichen können. Ist das Viech dann dafür da, dass man sich das angucken kann, oder hat er später auch noch eine Bedeutung? Das wirst du schon noch merken. Ich meine, wenn es mir wirklich nur ums Anschauen ginge, dann würde ich oben einfach dich übers Level laufen lassen und am Ende mit einer Röhre nach hinten zurücksetzen. Ah, und das Ding hier muss runterfahren. Okay. Das heißt, irgendwann muss ich es ja doch berühren. Aber da gibt es wahrscheinlich eine Stelle, an der es nicht vermeidbar ist. Okay. Na gut, manche Leute haben den Sinn der Veranstaltung noch nicht ganz verstanden. Naja, diese Plattform da hinten muss ja runterfahren. Und den Teil hier darf ich doch nicht, oder muss ich das, nee, hier darf ich es noch nicht, glaube ich. Spiel doch mal das Level so, wie es der Name sagt. Berühr doch einfach mal gar nichts von dem gelben Zeug. Versuche ich. Ach so, ich hab's ja vorhin berührt und deswegen ist es runtergefahren.
Wenn ich es nicht berühre, fährt es da hinten nicht runter. So rum ist es gedacht. Sehr gut erkannt. Ja, ich bin doof. Alles gut. Was sollen denn nicht diese eingebauten Monde? Die kommt man überhaupt nicht ran. Sind die einfach Deko? Die war im Fluglevel, war ja auch ein Mond. Ich weiß gar nicht, inwiefern du schon die Mondversion hattest oder nicht. Hast du jetzt wohl überall einen Mond am Anfang eingebaut, den man nicht bekommen kann? Richtig, ja. Lol, okay. Denn hinter dem Mond ist ein Buchstabe versteckt. Und wenn du quasi den zweiten Mond des Levels einsammelst, den du dann auch wirklich sammeln kannst, ist der erste auch weg. Und dieser gibt dann den Buchstabenpreis. Und wenn du quasi die Buchstaben von allen Leveln quasi eingesammelt hast, kannst du damit ins Yoshi-Haus gehen und dort das Secret Ending freischalten. Ach du Schande. Aber wie kann ich denn auf diesen... Ich soll auf den wahrscheinlich noch gar nicht drauf. Wahrscheinlich soll ich das erstmal mit dem Kollegen hier machen und den für den zweiten Sprung benutzen. Jemand hier muss ich erstmal werfen und die Fledermaus dann für die zweite Münze, also für den zweiten grünen. Na, für die zweite Markierung nutzen. Nee, haut auch nicht hin. Ja, doch, wenn man das besser timet, dann schon. War ich zu schnell? Aber ich muss ja, also das Floß ist ja weg. Naja. Könntest du schon noch ein bisschen warten, würde ich sagen. Okay. Alter, wie oft will ich mit dem Kopf da oben stoßen? No! Nein? Nein? Na? Ah ja. Ja, ja, und jetzt muss ich aber irgendwie auf den Spin-Jump wechseln. Hilfe? Ich muss zwischendurch auf das Ding wieder drauf. Das ist ja wirklich komplett neu hier. Das war irgendwie ganz anders das letzte Mal. Ja, letztes Mal musstest du am Anfang P-Speed aufbauen und dann genau, da war alles so hektisch. Ja, dann irgendwann musstest du eben doch die gelben Plattformen berühren und damit das Level seinem Namen dann doch alle Ehre macht und man eben nichts berühren darf, wurde es eben umgebaut. Oh Gott, ich bin zu schnell. Ja, du musst am Anfang so spät wie möglich abspringen, quasi. Okay. Und bestenfalls auch den Shell Jump hier hinbekommen. Ja, das ist eine Idee. Dann so wenig Decke wie möglich mitnehmen, damit man auch möglichst lange in der Luft bleibt. Richtig, oh. Und dann... Dann passt die Geschichte. Okay. Na gut, das sah ja, den gibt's aus. Immer noch, ja. Das sah doch jetzt schon besser aus. So, was muss ich jetzt tun? Auf den drauf. Ja, okay, sehr gut. Den muss ich aber später auslösen wahrscheinlich. Sonst wird das hier nämlich wieder eine... LOL. Das hast du sehr gut hinbekommen. Muss ich mit Scrolling arbeiten, oder? Sonst wäre ja ein L wahrscheinlich. Also an sich musst du nicht mit Scrolling arbeiten. So. Wozu ist der? Ach so, dass ich das noch nicht sofort auslöse. Nee, das haut nicht hin. Ich darf den noch nicht so spät... Ich muss den später triggern. Ja, okay. Jetzt darf ich hier hoch. Wait, wir sind am Ende. Wait, aber wenn wir jetzt am Ende sind... Aber wahrscheinlich brauche ich den Yoshi noch für irgendwas. Aber wir sind nicht am Ende. Ich dachte, wir sind am Ende. Weil hier fällt jetzt das Ding runter. Okay, da ist das Ende gewesen.
Okay, so, was muss ich hier tun? Wozu sind die Pflanzen da? Um dir im Weg zu stehen. Ich kann mit dem da hoch... Ach so! Bin doof. Ich glaube, ich muss den nur antriggern wahrscheinlich. Vielleicht triggere ich den gleich an. Müsste drin sein zeitlich. Ich habe nur das Gefühl, ich habe mir hier zeitlich schon wieder Probleme bereitet, die ich nicht haben müsste. Ja, du hast irgendwie ein sehr ungünstiges Timing erwischt, aber... Ja, das freut mich zu hören. Conan hat ja schon bewiesen, dass man auch mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen lernen muss. Geht das noch so? Du kannst auch einfach versuchen, den zweiten Football zu verwenden. Reicht und das hoffen, noch? Dass es zeitlich irgendwie noch ah, reicht. Ah, okay. Wait, dann brauche ich den Yoshi ja doch. Hä, wofür ist der Yoshi da? Der Yoshi ist dafür da, dass der Chuck keine Footballs nach rechts kicken kann. Ach so, weil man sonst auf den Football drauf könnte. Ja, richtig. Ja, gut. Wäre das so schlimm? Ja, du würdest es halt komplett anders spielen. Das macht ja nichts. Bei Footballs weißt du nie, wie sie springen. Ach, natürlich. Blöder Fisch. Okay, ist noch mehr verändert? Also theoretisch hat sich die zweite Hälfte leicht verändert, aber ich denke mal, du würdest es nicht merken, weil... Kann ich mich noch dran erinnern, ist die nächste... Oh! So viel zum Erinnern. Also an den Teil kann ich mich schon irgendwie erinnern, so grob. Ich glaube, den zweiten musste ich eine ganze Zeit lang behalten, ne? Ein bisschen, ja. Jedenfalls wäre es falsch, ihn hier schon zu verwenden. Ja. Ich glaube, jetzt ist er weg. Da ist der Teil, der sich geändert hat. Okay. Und ich habe ein paar Coin Guides hier verändert, aber das ist minimal. Da ich nicht mehr viel von dem Level kenne. Mist! Nur wegen dem dummen Fisch hier alles. Ah, warte, ich kann, glaube ich, einmal Spin Jump auf den Kollegen. Ja, das sollte hinhauen. Nee, das ist nicht so gut. Versuch doch noch rechts von ihm zu bleiben. Also vom Lag. Wenn du auf ihm spin-jumpst. Oh. Und ich spreche von rechts, nicht von links. Ja. Dann könnte es sein, dass er sich beim Sprung aus der Lava auch für deine Richtung entscheidet. Ah. Okay. Aber fast mit einem kleinen Sprung müsste das ja besser sein. Jetzt nehme ich den Kollegen mit und jetzt muss ich den nutzen. Für irgendwas. Ja, und bestenfalls erst loslaufen, wenn die Fledermaus an der grünen Münze ist. Ja, ich muss wahrscheinlich... Oh Gott. Wird es irgendwie den hier auslösen? Den hier? Nee, aber... Ach, ich muss... War das damals... Also ist die Stelle noch gleich, weil ich mich einfach an nichts erinnern kann? Wie gesagt, das ist geändert. Ah, okay. Aber irgendwie klappt das noch nicht, was ich hier mache. Nee. Das wird auch so nicht zielführend sein. Ja, merkt das. Ach so, Yoshika. Oh, ich komme da bis hoch. Ah. Ja, dann ist es okay, dann ist klar, wie das funktionieren soll. Ja, außer dass du das Timing versaut hast. Weil der Typ nicht sterben darf.
wenn du mir noch sagst, wer der Typ ist. Der Bassi. Richtig. Aber da geht es ja nur um den Mond, wenn ich das richtig sehe. Nee. Ach so. Du musst ja auch irgendwie weiterkommen Ah, an der dieser muss. Stelle. Die Zahlen wieder herrlich. Ja, aber der Rest hat sich nicht verändert. Okay. Du bist halt nur zu früh losgelaufen. Du hättest länger bei den gelben Münzen warten sollen. Ach so. Weil dann der Bassi noch nicht reingeladen worden wäre. Richtig. Und dann klappt das Ganze auch etwas besser. Na gut, zum Glück haben wir ja mittlerweile SNES 9X, sodass ich zurückspulen kann, soweit ich will. Auf ZMZ hast du ja auch 999 Rewinds Die zur haben aber Auswahl. nicht oft gereicht. Doch, auf ZMZ haben die sehr oft gereicht. Oh, ich habe die Shell nicht gegessen. Früher mit Z-SNES hattest du deine Probleme, wo du nur 99 Rewinds Ah, zur das kann, Auswahl ja, das kann hattest. sein. Ja, das ist wohl wahr. Aber wer Z-SNES noch in 2022 verwendet, hat sowieso andere Probleme. Ja, Z und ZMZ ist für mich halt wegen des Interfaces das gleiche. Aber ist natürlich klar, ja. Nein! Ach so, scheiße. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen spät reagiert. Ach, fuck. Nee. Ist irgendwie so, als ob du bei Rot über die Ampel läufst und dann mitten auf der Straße merkst, oh, ich hätte ja gar nicht laufen dürfen. Ja, jetzt habe ich. Ach Mann. Jetzt aber. Okay, aber der State passt jetzt. Jetzt muss ich irgendwie den. Ach so, nee. Okay, und jetzt muss der halt wieder. Okay. Einfach abwarten, genau. Geht das Dann jetzt? kannst du dir auch mal zeigen, was passiert, wenn man dann nochmal das Level betritt und wie dann der erste Mond aussieht. Yay. Super. Weil du das Level dafür natürlich erstmal noch durchspielen musst. Aber es fehlt dir nicht mehr viel. Wir sind hier ja in 5 Minuten wieder draußen. Ah, ich muss hier warten. Ich wollte schon sagen, irgendwie passt es mit den Zahlen nicht, aber ich kann ja warten. Ja, gut Das ist gewartet. jetzt ein bisschen lang gewartet. Wait, aber. Ah, die 3 ist der Dings, der runterfliegt. Ja, geh am besten direkt los, wenn du den Save State lädst, dann passt es noch am ehesten. Jetzt ist der Typ da unten plötzlich weg. Ja, der soll da Ach, eigentlich das auf ist ja der dem. Cooper. Doofkopf. Ja, ich kann auch komplett warten und es nochmal neu timen. Hab das erst nicht verstanden. Dann klappt nämlich alles schon viel besser. Gut. No. Okay, da kann ich aber ein bisschen warten, bis der zurückläuft, nehme ich an. Ja, das auf jeden Fall. Ja, die Frage ist halt, wie lange der blaue Block halten darf. Ach, leck. Weil das ist bei dir doch bestimmt wieder knapp getimt. Aber ich kann mich an den Teil hier auch wieder nicht erinnern, also für mich ist das alles neu. Es gibt so viele Versionen von dem Hack, ich weiß nicht, welche du gespielt hast, ob das damals schon genauso aussah oder nicht an sich. Jedoch gab es diese Stelle so vom Grundprinzip schon immer. Okay, ich kann mich einfach nicht erinnern. Aber das macht ja nichts. Es ist ja auch 2021 gewesen, schon.
No. Sollte der Typ mich nur ärgern oder brauche ich den? Ach so, nee, ich muss den... Ja, doch, verstanden. Nein, du musst den losschicken. Ja, aber doch, doch, irgendwie kommt mir das jetzt schon bekannt vor. So dieser Ablauf. Ja, das sieht auch irgendwie bekannt aus. Jetzt muss ich warten, bis der Kollege kommt. Dann triggere ich den, dann gehe ich den. Und jetzt müsste der... Ja, scheiße war's. Ja, und das ist das Ende. Daran erinnere ich mich auch noch so ein bisschen. Wait. Die grüne 4 ist der, die Fledermaus. Oder? Die grüne 4 heißt, dass du da die Shell kicken sollst. Ach so. Ach so. Und ich möchte einmal sagen, dieses Level haben wir wahrscheinlich sogar in 2022 noch gespielt. Das kann sein, aber ich glaube, begonnen haben wir mit dem Let's Play 2021. Begonnen wurde in 21, ja. Der erste Part wurde am 29. November hochgeladen. Und wieder diese Glücksgeschichte, oder was das war? Ja. Glücksgeschichte nennt er das. Na, irgendwas musste man hier besser timen. Ich glaube, ich musste es erst auslösen und dann loslaufen, oder irgendwie so. Ach nee, ich muss auf den, ich trottel. Ich muss auf den oberen Block drauf. Ups. Nein, Mann! Okay. Aber wenn man die Rechenaufgabe mal 3 Sekunden anschaut, bevor man direkt das Schreiben anfängt. So ist es. So. Gut. Naja, noch nicht ganz gut, aber egal. Denn das war jetzt zu spät. Oh. Dann muss ich länger gegen das Ding laufen. Gegen das Ding, nicht unter das Ding, aber an sich korrekt. Juhu. So. Und jetzt hoffen wir, dass wir was sehen. Ja, ein Buchstaben. Ein V. Richtig. Okay. Ja, aber wo waren jetzt hier überhaupt dann der Mo... hier meine ich. Ich habe doch nie einen Mond eingesammelt. Habe ich da was verpasst? Du kannst dich ja gerne nochmal auf die Suche machen. Oh je. Ja, ich hab's mir gedacht. Natürlich gleich am Anfang, okay. Ja, okay. Aber das heißt, ich müsste jetzt alles nochmal spielen. Oder? Ja, im Prinzip schon, wenn du das Secret Exit vom Yoshi House sehen wollen würdest, aber... Nee, ich meine jetzt nicht alle Level, ich meine jetzt hier... Ich meine jetzt hier, das Level müsste man trotzdem... Das Level nicht. Nein, wenn du hier den Mond einsammelst und jetzt einfach Retry machst, dann ist der Mond ja auch weg. Ah, und weil ich's... Ja, jetzt ist kein Buchstabe da. Richtig, weil Leerzeichen quasi auch als Buchstabe zählt. Okay. Das sind dann vor allem die Level, wo ich zu faul war, irgendwas einzufügen. Oha, alles klar. Okay, gut. Das heißt, nach... Stimmt, dann musst du ja gar nicht das Level beenden, nachdem du den Mond eingesammelt hast. Na, wenn der Mond in der zweiten Hälfte liegt, dann schon. Weil du sonst beim Midway Point startest. Richtig. Ja. Außer du nutzt natürlich das grandiose Feature des Hacks, dass Midway Points resettet werden, wenn du den Hack resettest. Dann bringt dir das auch nichts, weil dann auch der Mond resettet wird. Ich wollte gerade sagen, dann ist ja... Dann wir ist legen, ja wir, wir nehmen viel zu lange auf, wir müssen... Der Hack resettet wird, ist ja alles wieder resettet. Richtig, richtig. Okay, ja gut, aber hier in dem Fall hat das jetzt funktioniert, sehr schön. Alles nur, weil Conan hier länger als 5 Minuten gebraucht hat. Wohin würde mich die Tür führen?
wieder zurück an den Anfang, ah, okay. dass du nicht sterben musst, aber ja. Alles klar. Gut. Dann interessiert mich noch kurz, was das hier für. Okay, alles klar. Das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.